Denn wir haben nämlich das Splatfest und das ist in dem Monat ja ein bisschen besonders, denn es gibt ja drei verschiedene Splatfeste diesen Monat, wo man seinen Lieblings-Turtle irgendwie wählen kann. Ich habe die Serie nie wirklich gesehen, muss ehrlich zugeben, was selbst mich da nur auskennen, müsst aber natürlich trotzdem mitmachen, weshalb wir das nächste Woche dann natürlich auch machen werden. Ich sag auch gleich, welches Team ich wähle, wobei es einfach überhaupt kein Pile-Up besser ist. Weshalb ich keine Ahnung habe, welches Team ich wählen soll. Und wenn ihr irgendwie mehr Pile habt und sagt, David, du musst unbedingt das Team so und so wählen, weil das einfach cool ist oder sonst strategisch einfach viel sinnvoller ist, dann schreib's du mal ins Chat, weil ich habe erst kein Pile besser nehmen soll. Weil mich das hier die Themen auch null. Es ist ja kein Geheimnis. So. Ah, ja, laber. Hier, da und dort. Das ist echt schlimm. Also ich muss nur mal sagen, wir spielen Story Mode. Nicht online jetzt hier in dem Stream. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay? Gut. Also. Und erst einmal zurück, dass wir so später starten. Aber ganz OBS ist was schlimm. Erklär's gleich. Was genau das Problem war. So. Also, jetzt gehe ich erstmal hier und ist. Achso. Splatfest Teams. Also, ich würde fast eher zum Roten tendieren, wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde eher zum Raphael gehen, als zum Leonardo. Ich glaube, ich bin Team Rot. Aber wie gesagt, ich habe kein Blau bei Pilo, weil ihr einige von euch auch Team Blau nehmen. Ich kann es mit den Null aus, aber mir ist egal, ich kann auch Team Blau nehmen, weil dieses Splatfest ist es wirklich komplett. Ich kann mich null aus mit der Serie. Eigentlich solltest du gar nicht mitmachen, ich mach's aber trotzdem. Dann mache ich einfach Team Blau und fertig. So. Also, ich mache nur mit, um mitzumachen, sozusagen.